Der REM-Podcast. Museum zum Hören. Sonderausgabe zum Internationalen Frauentag. Starke Frauen in den Kulturen der Welt. Hallo, mein Name ist Gabi Pieke und ich bin die wissenschaftliche Sammlungsleiterin der Abteilung Altägypten an den Reichsengelhorn-Museen. An so einem Internationalen Frauentag geht es uns ja vor allem um das Thema Gleichberechtigung, um Chancen und Rechte von Frauen. Und denkt man jetzt an Altägypten, so ist es sicherlich nicht eine Kultur, die ganz besonders dadurch hervorsticht, dass es eine Gleichberechtigung der Geschlechter gegeben hätte oder auch der von sozialen Schichten. Frauen hatten zwar gewisse Grundrechte, sie konnten Berufen nachgehen, konnten etwa Priesterin werden und sich sogar scheiden lassen und auch im Falle einer Scheidung tatsächlich ihren Besitztum zurückbekommen, den sie mit in die Ehe gebracht hatten. Aber nur sehr wenige Frauen gelangten in das, was wir heute als Führungsrolle bezeichnen würden. Und noch weniger von ihnen schafften es tatsächlich auf den Thron des Landes. Und unter ihnen zählt sicherlich die Königin Hatschepsut zu den ganz besonders illustren und bekannten Persönlichkeiten. Dem breiten Publikum ist diese Königin durch zahlreiche Bauten überliefert. Jeder Ägyptenbesucher kennt ihren ganz besonders tollen und beeindruckenden Totentempel in Delbachari oder hat vielleicht ihre Obelisken und die sehr schöne rote Kapelle im Karnak-Tempel gesehen. Oder hat schon mal vielleicht auch die ein oder andere Statue bewundert, die man unter anderem im Metropolitan Museum heute sehen kann. Doch zunächst einmal vielleicht zu den historischen Fakten. Hatschepsut lebte im sogenannten Neuen Reich, das heißt der 18. Dynastie, und regierte das Land von 1479 bis 1458 vor Christus. Sie war die Tochter des Pharao Thutmosis I. und der Königin Ahmose und damit von königlichem Geblüt und von ganz besonders herausgehobenen Stand. Wie das so üblich war in Ägypten, verheiratete man sie mit einem der Stiefgeschwister, in diesem Fall dem späteren König Thutmosis II. Doch der, kaum auf dem Thron, starb bereits nach ganz wenigen Jahren. Und der nun wieder folgende Thronerbe, erneut ein Mann namens Thutmosis, war nicht der leibliche Sohn von Hatschepsut, sondern ein Kind aus einer anderen Ehe. Und dieser Thronerbe war noch so jung und klein, dass er die Regierungsgeschäfte selber nicht übernehmen konnte. Und daher ging diese Rolle dann auf die Stiefmutter Hatschepsut über. Und so heißt es in einer Biografie eines ranghohen Beamten der Zeit, und ich zitiere daraus: Er herrschte auf dem Throne dessen, der ihn erzeugt hatte. Seine Schwester, die Gottesgemahlin Hatschepsut, sorgte für das Land. Die beiden Länder lebten nach ihren Plänen. Die Länder lebten nach ihren Plänen, das heißt, sie regierte das Land. Und nach wenigen Jahren übernahm sie tatsächlich ganz offiziell den Thron und proklamiert sich zum König von Ober- und Unterägypten. Und bei den Historikern ist nun umstritten der genaue Zeitpunkt, also das genaue Jahr, wann das stattgefunden hat, aber auch die genauen Gründe, warum es so eine offizielle Machtübernahme gegeben hat. Aber durch diese Übernahme des Thrones war es dann auch ganz üblich, dass sie sich noch einen Thronnamen zulegte zu dem Eigennamen in Addition. Und der Thronname der Hatschepsut lautet Maat-Kare, was so viel übersetzt heißt wie die Gerechtigkeit und die Kraft des Re. Wir Ägyptologen sind immer versucht, aus diesen Thronnamen politische und religiöse Programme abzuleiten und dahinter irgendwie ein Statement zu lesen. Und da fallen natürlich die beiden Worte wie Gerechtigkeit und Kraft doch schon auf. Und sicherlich sind diese auch ganz gezielt von ihr gewählt worden. Nach 21 Jahren Regentschaft starb Hatschepsut dann und Thutmosis III. Kommt nun offiziell auf den Thron und regiert in der Tat noch weitere 33 Jahre. Ob der Stiefsohn Thutmosis III. Dann die Herrschaft der Hatschepsut gewaltsam beendete, das wissen wir de facto nicht. Darüber schweigen die historischen Quellen. Man kann nur vermuten, dass tatsächlich zwischen diesen beiden Lagern gewisse Konflikte herrschten. Aber auch das ist eigentlich nur völlige Spekulation. Jedoch gibt es da zumindest Indizien, dass es keine sehr große Liebe war. Denn Thutmosis III. Ließ nach dem Tod der Hatschepsut tatsächlich ihr Andenken verfolgen und all ihre Bilder und Statuen zerstören und zerschlagen. Und er versuchte sozusagen, sie gänzlich auszulöschen und auch ihren Namen auszulöschen. An ihrer Stadt ließ er dann sein eigenes Bild anbringen, weil er natürlich auch sich als legitimer Herrscher und Thronerbe begriff und das auch entsprechend zeigen wollte.
Und selbst die großen Obelisken, die Hatschepsut im Karnak-Tempel errichtet hatte, die hätte man wahrscheinlich am liebsten abgerissen. Dafür war aber gar kein Platz mehr vorhanden. Die hat man dann ganz eng zugemauert, sodass sie nicht mehr sichtbar waren. Was uns jetzt nun an so einem internationalen Frauentag beschäftigt, ist ja eher die Frage nach einer Frau auf dem Thron. Als Hatschepsut der weiblichen Herrscherinnen in einer extrem straff organisierten und sehr traditionsverhafteten antiken Gesellschaft. Normalerweise war es so üblich in Ägypten, dass der älteste Sohn den Thron erbte, und so wäre es ja hier auch vorgesehen gewesen. Und die Königinnen, die waren wirklich vor allem dazu da, einen Nachfolger zu gebären, ganz so, wie wir das ja auch kennen aus europäischen Herrschergeschlechtern. Und dass Hatschepsut tatsächlich auch ihre Legitimation unter Beweis stellen musste und es nicht leicht für sie war, einfach Akzeptanz zu finden, das können wir aus verschiedenen Denkmälern ablenken. So finden sich an verschiedenen Stellen Texte und Darstellungen, die ihre Königsherrschaft durch ein göttliches Orakel beschreiben. Das heißt, die zeigen, dass der Gott Amun, der König der Götter, ihr die Regentschaft zuspricht. Und dies war sozusagen ein Instrument, eine Art Mittel zum Zweck, um die Machtübernahme vor den politischen und religiösen Eliten des Landes zu rechtfertigen. Und auch im Totentempel der Hatschepsut in Delbachari findet sich ein großer Bildzyklus von der Geburt der Gottkönigin. Und dieser Bildzyklus zeigt, wie der Schöpfergott Khnum Hatschepsut auf der Töpferscheibe formt. Dann wird sie geboren und von den Göttern auf den Thron gesetzt. Und ihr Vater, Thutmosis I., als offizieller Landesoberhaupt, übergibt dann das Land Ägypten an seine Tochter, und daraufhin jubeln die hohen Beamten des Landes. Und ganz interessant in diesem Kontext sind tatsächlich auch die Statuen der Hatschepsut, denn aus der frühen Regierungszeit zeigen die Skulpturen sie tatsächlich noch als eine Frau mit zierlichem Körperbau, einer schlanken Taille und deutlich sichtbaren Brüsten. Und einzig das klassische Nemes-Kopftuch und der ganz offizielle Königsschurz, also das übliche Ornat, zeichnen sie als Pharao aus. Doch diese Darstellung einer Frau auf dem Thron, die war offenbar nicht sehr gewollt und erfolgsversprechend. Und so war es dann leider so, dass ein weiblicher Pharao keine genügende Anerkennung fand. Und sie änderte ganz bald schon ihre eigene Darstellung und lässt sich von nun an tatsächlich als junger, dynamischer Mann darstellen mit einem Körper, der überhaupt nichts mehr mit einer Frau zu tun hat. Und es blieb dann das klassische Bild bis ans Ende ihrer Regentschaft. Also von Chancengleichheit, die Anerkennung einer Frau auf dem Thron, kann ja überhaupt nicht die Rede sein, sondern man musste so aussehen wie ein Mann und sich so geben wie ein Mann, um diese Rolle ausfüllen zu können. Und so ein bisschen sieht man das auch im Grab, im Tal der Könige. Auch dort ging es um Legitimation, und die musste untermauert werden. Und das machte sie, indem sie die Nähe zu ihrem Vater zum Ausdruck brachte. Und so hat sie sich nicht, wie es eigentlich üblich gewesen wäre, in dem Grab ihres königlichen Gemahls bestatten lassen, sondern hat ein neues errichtet für sich selber und ihren Vater, dessen Mumie dorthin umbestattet wurde. Und als sie dann verstarb, hat sie sich dort auch beerdigen lassen. Das kritische Verhältnis, das nun ein Land wie Ägypten mit einer Herrscherin wie Hatschepsut hatte, lässt sich aber auch an der ägyptischen Geschichtsschreibung ablesen. Aus unserer heutigen historischen Perspektive stand sie ihren männlichen Kollegen überhaupt nichts nach. In ihrer 20-jährigen Regentschaft, also eine sehr lange Regentschaft, hatte sie 6 Kriegszüge geführt in verschiedene Nachbarländer. Und sie setzte große Bauvorhaben im ganzen Land um, was eigentlich immer ein Zeichen von großer Stabilität ist. An zahlreichen Orten finden sich für Tempel und Kapellen, die sie erbauen ließ, in Mittelägypten, an der Grenze des Landes, auf der Insel Elefantine in Aswan, bis hin nach Nubien in den heutigen Sudan hinein. Und überliefert ist auch eine ganz große, besonders lange Expedition in das Weihrauchland Punt, also in das heutige Somalia und Eritrea, die sie im 9. Regierungsjahr auf den Weg schickte. Und die von ihr entsandten Offiziellen brachten von dieser Reise in ferne Länder ganz besondere Geschenke und Güter mit, wie seltene Weihrauchbäume, exotische Tiere und zahlreiche kostbare Gaben. Doch all dies war offenbar nicht ausreichend. Aus den ägyptischen Annalen wurde sie tatsächlich gestrichen, und die offiziellen Königslisten führen sie überhaupt nicht auf. Die Geschichtsschreibung des Landes übergeht Hatschepsut und streicht sie sozusagen aus dem historischen Bewusstsein. Und erst die moderne Nachwelt entdeckt sie dann wieder. Und für uns heute ist sie ja eine der bekanntesten und sicherlich auch beeindruckendsten Pharaonen überhaupt.
Und an einem solchen Tag wie diesem kann man tatsächlich nur den Hut ziehen vor einer Frau, die buchstäblich auf dem Thron Ägyptens ihren Mann stehen musste. Alle weiteren digitalen Angebote der Reisengelhorn-Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.